Hallo und herzlich willkommen hier. Zweite Folge hier. Hier. In Elgrad. Ja. Ich sehe gerade, die PGH ist so gut wie leer. Und der Silo ist hier oder dieser auch mit viel drin. Ist nur noch da, ne? Muss noch rein. Vielleicht kann ich ein paar Bahnen hier reinfahren. Ups. Mal einsteigen. Und Garten halt, ne? Jetzt gefahrlos rückwärts fahren können, ohne was mitnehmen. Ja. Geht. Ja, mal ein paar sind noch. Das Ding voll kriegen hier. Und dann können wir auch noch schneller Vorarbeit lassen. Alles voll, ne? Ja, Rüben haben wir keine. Und Mist haben wir auch keine. Also nicht so viel. Nicht, was sich das lohnen würde. Das sieht gut aus. Über alles beheizt, auf Deutsch. Mal gleich mal gucken, ob die Bahnen schon so weit sind. Das könnte schon sein. Ich muss ganz gerne, möchte ganz gerne an die anderen Bahnen gepresst haben, damit ich auch noch entsprechend delieren kann. Das war eine Planerei hier mit dem Baum. Verdammt eng. So klein. Und hier ist schon wieder Erdreif, ne? Ja. Ist die Lage. Das ist gut. Wird der Rest auch die Lage sein, ne? Ja. Nee. 1% noch. Da muss ich ein bisschen warten. Da trifft sie ganz gut, weil wir im Prinzip noch ein bisschen Arbeit haben. Mit Pressen. Und dann ist das Ende auch fertig. 5%, das wird noch gut gehen. Wenn ich Leute mal Gras verkaufen, ne? Also kurz davor. Ohne seinen Schrott. Lange Lenkrad, wenn man rückwärts fährt oder überhaupt dort nie anfasst, ne? Also hochlässt. Dann fährt er an so Eier. Und 10 geht nur was rein und dann haben wir dann haben wir was verbrennen. Ja, unsere Methan Freunde. Verdauung, wo wir Probleme haben, ne? Unseren Vorteil.
Gut. Mehr geht da nicht rein. Nase juckt. Ja. Ertrag 106%. Aber wo ist er? Da oben irgendwo, ne? Da oben, ah. Aus dem Moped hinzukommen. Oder man lässt sich hinfahren, das geht jetzt auch, ne? Bin ja hochgradig neugierig, was wir nächstes Jahr machen werden. Aber da kommen sie erst im Frühjahr mal raus. Die ersten Gerüchte gibt. Ja, wir wissen selber nicht genau, was sie vorhaben. Bin ja gespannt, ob es mit der Forstwirtschaft mehr besser geht, als was sie da jetzt einfallen lassen haben. Ne? Und das reizt mich ein bisschen, weil es auch was Neues gibt. Wir bauen eine Achterbahn, ne? Oder ein Schiffchen, ne? Ein Boot. Aber das war ja komplett anderes Thema hier. Aber immer so mit, ne? Was Neues. Landwirt in Echtzeit wäre auch ein bisschen, ja. Eigener Chef wird es gehen, ne? Wenn du Angestellter bist, so blöd, ne? Nicht unbedingt, aber wie gesagt, das ist ja. Da hast du keinen 8-Stunden-Tag, ne? Da muss man wissen, ne? Ah. Geht das durch? Vielleicht jetzt nicht mehr, aber wie gesagt, im Sommer und im Frühling, wenn die Ernte oder die Aussaat losgeht und so. Vorbereitung dafür. Zieht direkt durch wieder, das ist gar nicht. Format, beiden Strecken. Wird alt. Gegen gewisse Dinge kann man nichts tun, ne? Das war so. Beschleiß. Wie schlecht, wenn man sitzen wehtut, ne? Mal angewöhnen, mal am Wochenende spazieren zu gehen. Zumindest mal für eine halbe, dreiviertel Stunde so ungefähr. Wieder machen. Mal sehen. Erstmal Schnee liegt, ne? Hat mehr eine Option. Ersten Schnee rausgehen und mal schön die frische Luft genießen. Den ersten Schneefall. Bleib schon am Wochenende soweit. Aber hier eher nicht, das ist ein bisschen zu weit südlich.
Hier kommen höchstens knackige Nächte. Das kann passieren. Dass ich die Woche nicht, aber nächste Woche schon mal Eis kratzen kann. Ich habe schon Spray. Kratzt nicht unbedingt. Überlege ich gerade, ob ich noch Standheizung einbauen lasse im Auto. Das war doch ziemlich teuer. Aber hat auch sicherlich ein paar Vorteile, ne? Steh mal auf. Fernbedienung anschalten. Das Auto vorgewärmt und der Motor ist vorgewärmt. Auto ist eisfrei. Das wären sicherlich Vorteile. Ja, beim nächsten Auto, wenn man mit bei ist, ne? Aber nächste Auto noch lange hin. Ich komme eher früher noch Computer. Ein paar Preise verglichen, aber dann, dann teuer. Dann teuer. Von 5000 bis 9000 gesehen. Saftiger Preis. Leider haben wir mit Wasserkühlung, ne? Wasserkühlung. Wäre der Idealfall, ne? Jetzt aktuell 79 Grad. Grafikkarte. Obwohl. Der Rechner hat noch Zeit nicht. Oh, fertig hier. Die anderen Ballen habe ich gern 5 Stunden gepresst. War ungünstig. Oder wäre ungünstig gewesen zu zeigen. Also, naja. Wir sind gerade ein bisschen eintönig. Hier viele Optionen, ne? Hier ist viel Gras. Die Flächen sind auch nachher nicht geeignet. Und die Maschinen kommen nicht mehr klar. Und auch die Drescher am Ende nicht. Ne? Nach Ende ja, aber wie gesagt, es sind nicht viel. Wirklich höchstens 3-4 Felder, die man sammeln könnte, um eine größere Fläche zu bekommen. Ne? Bei der Marschschule denke ich auch, um Flächen zusammenzulegen. Aber erstmal die Ente einfahren. Ne? Mitnehmen hier oder was vergessen. Ah, KI bremst gut, ne? Jetzt schon halb krampfig in den Beinen und bremsen. Dann will eine Runde drehen. So dicht kann man nicht ran. Was die Leistung? 60. Passt. War nicht mehr so gut. Bei der einen Karte 16-fach war die FPS-Zahl vermutlich im Keller. Über den Server ging es praktisch gar nicht. Über den Rechner ging es einigermaßen.
Programm ist dafür nicht vorgesehen, ne? Aber das ganze Problem. Bei der Vierfachkarte ist schon ein bisschen schwierig, denke ich mal. Teilweise. Knochen. Daran denken, ich habe in Elbe angefangen. Da gab es am Anfang ja praktisch, ja, weiß ich, Weizen, Gerste, Eis, Rüben, ich glaube schon Kartoffeln. Weiß ich gar nicht mehr genau. Weißt du, Hafer kam später zu. Weizen, Gerste, glaube ich, haben sie drin gehabt. Ja, Weizen, Gerste haben sie gehabt. Da gab es eine Brauerei. Verkaufen und alte Mühle. Und Mais haben wir gleich die Kühe bekommen. Da kamen wir die Kühe als Tiere dazu. Die bekamen Gift und Mais dazu. Bitte. Der Milchwagen automatisch gefahren. Hat man nichts am Hut gehabt mit. Das haben wir auch drei, ne? Würde ja nicht funktionieren. Müssen überall die Gebäude ja praktisch fest geplant sein, dass die Routen dann automatisch auch laufen können. Ist aber gut, dass wir frei bauen können. Ist auch mal interessant, wenn es nicht so ist, dann geht auch so, ne? Wenn die Gebäude praktisch stehen, zukaufen kannst. Ich habe ja, glaube ich, eine 17er Option, wo das Gelände kaufen. Dann konntest du betreten und betreiben, ne? Oh, interessant. Da entwickelt hat, ne? Deswegen bin ich so neugierig, was nächstes Jahr kommen könnte, wenn sie wirklich den 24 rausbringen. Weil noch haben sie nichts gesagt, auch nichts bestätigt, auch nichts. Wie gesagt, auch die Firma will Geld verdienen und wenn aber über DLS nichts mehr groß reinkommt, keiner kann es genau sagen. Ich sag mal so, wer hier wenn Hauptspiel eigentlich ganz gut zurecht, aufgrund der vielen Mods, die es gibt, ne? Ich meine, die Funktion, die es jetzt da gibt, und die wird es dann so schnell nicht geben, weil das, weil ich weiß, gesperrt haben. Erst im, wenn es der 24er wäre, dann am 24er kommen würde, ne? Die Funktion, die Stemmen zum Beispiel. Oder die Funktion mitfahren, dass man die Ziel bekommen hat, ne? Den japanischen Hersteller, glaube ich. Den Namen, wo ich nicht aussprechen kann. Aber wie gesagt, aktorenmäßig haben wir hier eine riesige Auswahl. Und letztendlich müssen sie fahren und die Leistung haben, ne? Und die großen Hersteller, ja, werden immer größer und die kleinen verschwinden vom Markt, ne? Das ist im Lauf der Zeit. Bin ja gespannt, wie sie entwickelt die Lage, ne? Jetzt aktuell. Ob wir im Frühling ja noch haben, ne? So, mit Gas kann ich nicht heizen, also steht schon mal fest. Viel zu teuer. Ich habe die Option, mit der Klimaanlage zu heizen. Habe ich mal gestern probiert. Was im Prinzip über den umgekehrten Weg Wärme erzeugt, ne? Statt mit K
Kälte mit, ja, mit Wärme rauskommt und die Kälte dann rausgeht. Ne? Gut, so eine andere Anlage wäre nicht schlecht, die umgekehrt wäre, also hier draußen wäre, also ohne. Ja. Aber die habe ich nicht. Da eine Mitwohner kann man nicht so viel machen, das ist eingeschränkt. Ich habe auch nebenbei noch einen Infrarotheizer bestellt. Wollte eigentlich gestern kommen. Ja. Weiß nicht, ob der Postbote nicht gefunden hat. Jedenfalls kam die Meldung bald. Ich habe nicht angenommen. Wir stornieren. Schick zurück. Normalerweise geht es halt mehr so um Paketstation, ne? Ja. Weiß ich, was wir für Personal hatten da. Garantiert nicht der deutschen Sprache mächtig und dann, ja, stressig, wohl nach Hause, Feierabend und ja, nicht eingearbeitet, kann man sagen. Die Strecken musst du mitfahren, wenn du dich kennst. Männer sind noch. Oh, schon eine Länge. Oh, liebe Schauer, das sollte schon voll gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank, dass Sie reinschauen. Tschüss, ciao. Ja, morgen noch einmal essen und dann fertig. Dann her, Ballenberg auch. Tschüss.